Willkommen zurück auf einem Planeten? Namens Haval. Namens Haval, natürlich. Und Treschik, mir ist vorher gar nicht aufgefallen, dass wir... Stimmt, wir haben ja geparkt, ne? Ja, denn wollen wir mal schauen, was wir da so finden. Das war der Planet, wo die Wissenschaftlerin war. Soweit war es wenigstens noch. Ich muss sagen, von der Vegetationsdichte und Echtheit her kommt es nicht ansatzweise an Horizon ran. Keine Chance, gar keine. Pelaf Research Station. Das ist ja noch. Tag. 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 Du siehst scheiße aus. Alles klar. Geh. Kann man das kennen? Könnte sein, dass es im Raum unter dir ist. Muss wohl so sein, weil da haben wir nichts. So weit einmal so gut. Haben wir eigentlich die Wappler schon gescannt? Bin ich blöd? Wo geht's denn da hin? Sagen wir mal in die Richtung rum. Ja, das macht Sinn. Diese schöne große Eingangswampe. Ja, das macht Sinn. Schöne große Eingangswampe. Eingangswampe? Kann auch nix. Ich bin da ist. Guten Tag. Jarl, what are you doing here, in the company of these people? Kiran, this is Pathfinder Ryder, from a long way away. Ryder, Kiran Dahls, lead scientist at Darpalev. Honored. I am honored to meet you, as a representative of the Andromeda Initiative. Are all their people this formal? I don't think so. Where's the rest of the team? Ryder has experience with Remnant. We might be able to help their investigations. You haven't heard? While the team was exploring the monolith, something went terribly wrong. They were caught in some kind of Remnant stasis field, frozen in place, unresponsive. Are they still alive? Vitals remain steady and neural patterns resemble those exhibited in deep sleep. We subjected them to various stimuli, injections of Kachari, nothing worked. Let Ryder try. She's worked the Remnant tech inside a vault. Or so she says. Ocean of fish, one will have gems in its mouth. But if you think the alien can help, I'll set skepticism aside. What? The monolith is not far from here. See what you can do, but be careful. We don't know what triggered the stasis, and it may happen again. Oh, wie schlimm kann schon sein? I that you'd be out here. You didn't prepare me to meet you. The name's Ryder. I'm with the Andromeda Initiative. They say you want to help us. I wonder what you're prepared to do. If it gets me on your good side, I'm in. That's reassuring. Seht ihr irgendwie die Antwortmöglichkeit? Nothing. But I'm still doing it. I study our ancient cultural records for stellar phenomena. I piece together lost knowledge of ages past. My goal is to find undiscovered colonies we lost contact with, potential allies against the Kett. You think there might be Angara worlds you don't know about? That's what I was trying to learn. Then this happened. I was away when the disaster struck. I thought my home was destroyed, and all my research with it. But I just learned part of the building survived. I'm trying to recover my research data, but the wildlife won't let me near my old home. Ja, was können wir da bloß machen? Mit dem. Im Sinne von einfach alles niedermähen und reinmarschieren. Alles klar, kriegen wir zusammen. Persistent. I doubt I'm going anywhere. Gut. Ob man das angemeldet kriegt? Nee. Ja, dann machen wir das doch. So. Wo ist mein Dock cool ist? Communications Terminal.
Save, Update. Ach, fuck it. Okay. Was ich da mache? Ich ramm die aus. Noch Fragen? Nee. Dahl hat gefragt, was der Typ, der da steht, macht. So. Da macht. Ja, also. Wieso der auf diesem Planeten ist. Ist trotzdem ziemlich dramatisch, dass wir den einfach ausrahmen. Also. Es ist ein Rollenspiel. Frag nicht. Das ist einfach geil. Du marschierst eine, rammst aus. Alles klar. Hallo, ich bin hier, um euch zu helfen. Darf ich das mitnehmen? Darf ich das mitnehmen? Was eigentlich verhaltest du in so einem Rollenspiel genauso, wie sich das Känguru verhalten würde? Da steht eine, frisst schnapsblandere Pralinen und böbelt erst einmal quer in der Gegend immer. Ja. Das wäre echt so. Das war natürlich die große Preisfrage. Wie komme ich da hin, wo ich hin will? Da nicht. Da nicht. Weil das zufälligerweise genau die falsche Richtung ist. Ja. Einfach. Jetzt wohl da unten durch sein und dann geradeaus. Also zum Tun zu. Aber so zum Tun gibt's eigentlich schon ziemlich viel. Mhm. Das war ein schwerer Satz. Ach ja, kleiner Tipp, lauf nicht ins Feuer. Ben, kannst mir nicht. Du wirst mir nicht sagen, was sie tun und was sie nicht tun sollen. Da geht's ums Prinzip. Genau, das wollte ich erreichen. Eigentlich wollte ich, dass du im Feuer so lange drin stehst, bis du drauf gehst. Ja, also ganz geistig verschimmelt bin ich dann auch wieder noch nicht. Garen Fanatics that hate aliens. That gerne. Charming. Wenn sie sehen das, anscheinend sind wir schon in Fight, aber ich sehe sie nicht. Viability. Ja. Oh, dass dieser Planet 2% Viability. Oh ja. Das ist eine Forward Station deployed. Strict Tempest? Nein, hier auf diesem Planeten kannst du den Nomad nicht nutzen. Oh. Wieder voll ausrahmen. Ja, hier ist alles in Laufdistanz. Aber die Dinger sind, die lohnen sich ja richtig, hä? Diese die Mineral. Na, die Mineral Mining Crates. Also die Mineral Mining. Ja, bisteppert, die lohnen sich. Wer? Was? Slim Shady. Erstmal scannen das Vieh. Was bist du blind? Während er wegguckt, mal schnell scannen. Ja, einer muss. Das sind ja. Sag's mal so, wenn das Dings sind, haben wir ein Problem, wenn das Replikatoren sind. Also sagen wir auf einem globalen. Dann sind wir auf einer globalen Skala jetzt am Arsch. Und wo ist das Problem mit dem Planeten? Ja, Replikatoren. Alles klar, ich bin weg. Let's be careful around the native flora. Okay, everyone? Weird glowy mushrooms. My day is complete. Boah, wie die Dinger eigentlich schon gescannt? Nein, noch nicht. Als wenn du das mitkrieg hättest, dass ich die gescannt hab. War die Dinger noch schon gescannt? Ich glaub auch noch nicht. Nullifier, dich scanne ich noch. Ein Schild, was? Richard, Arnold gescannt. fast. Aber der ist von dem Schild ein Glück. Und da kann man durchschießen. Ja, das ist eine super Idee, Herr Schild. Und den da mitmachst, der Loch. Ja, so genau für den Kopf oder so. Das kann nur funktionieren, eigentlich. Leben. Found them. The researchers caught in the stasis field.
exactly where Kieran said they would be. Hm. Na denn, wie schlimm kann es denn schon sein? Mir scheint, da fehlen noch Glyphs. 2, 3, 4, ja. There should be more glyphs around here. Oh. Die Arne. Oder mal die nächste. That should complete the glyphs pathfinder. Ah, okay. Na denn, Sudoku. Also denn, das Ding noch unten. Und dann mal dahin. Und da kann es auch noch daher. Dann haben wir das Teil. Kann nur daher. Und da kann es nur oben hin. Das ist nur mal leichte Sudokus. Ja. Am Anfang sind sie noch leicht, aber wenn dann mal so etwas später 5x5er Sudokus sind, echt? Und wenn dann so ein 5x5er Sudokus, bin ich jetzt angekommen. Vielleicht gibt es später noch 6x6er. Nice. Und ja, das sitzt schon länger dran, ne? Sagen wir es so, besonders wenn es ein 5x5 Sudoku ist, wo 5 Felder genau vorgegeben sind am Anfang. Das ist brutal. Reading of the monitors and Scott! Scutting stars! What? Who are you? How did. Ja, das Coole bei der Stase ist ja, du kriegst das Stase nicht mit! Nee! Servus! Thanks isn't necessary. Just doing my job. More aliens? Out of nowhere. And Zhao? Do none of you remember getting frozen? Frozen? I don't understand. We were just working on the monolith and then you appeared. You should return to Palev. Kieran will want to speak to you. Maybe you're right. Oh, I feel a head splitter coming on. Ja, da geht er. We should make sure they return to the station. Who knows what lingering effects they might suffer from. Ja, dann gehen wir doch mal wieder zurück. Wo ist die Uhr? In your head. How is it allowing you to interface with the remnant? Sam helps with analysis and translation, among other things. It's complicated. Oh. Hm. Kompliziert ist ziemliche Vereinfachung von, ja, das ist eine KI. Wie, wo, was, KI? Ja, es ist eine richtig echte, fühlende, lebende KI. Bei fühlend wissen wir nicht. Aber es ist eine echte KI. Okay, und weiter? Ja. Das ist auch so geil Horizon Zero Dawn. Die bauen ja KI, oder es gab eine KI, ne? Es gibt ja KI, sagen wir so. Da gibt es eine wunderbare Szene, die Forscherin steht so am Terminal und die hat halt immer die KI offen. Der ist halt Quatsch, damit die KI halt quasi lernt und so weiter. Und dann gibt's eine coole Szene, die quatscht halt ein bisschen und dann so, ja, ihr habt da Frage im Endeffekt. Ja, sie hat sich jetzt die Daten hergezogen, eben über das Aussterben, über das große Aussterben von Vollfüllrassen und so weiter, ja, bei irgendeiner Zeit auf der Erde. Und dann so, ja, und das ist die KI sagt das wohlgemerkt, ja. Sie so, ja, sie empfindet, also sie. Sie hat da ganz merkwürdige Sache, sie empfindet da einfach Traurigkeit. Ja? Und das ist so cool, die Forschung, ja, so. Schaut hin, gell, lasst ihr die Zettel fallen, so. Okay. Das ist die Now KI. It's starting to get weird. Und dann die KI wieder sogar so, ist das vielleicht eine Fehlfunktion? Sie, na, das ist ganz gut. Das ist so geil, das ist so, oh mein Gott, wir haben gerade eine fühlende KI gebaut. Yeah, currently 4%. Hey, Alter, mir bläst das Gehirn weg. Sagen wir es so. Wenn du einen Vault zum Laufen kriegst, das erhöht die Viability immer um ganz viel. You don't feel any different?
Macht durchaus Sinn, ne? What do you mean, gray spiky aliens? Cat? No. These were different. We were doing gray spiky aliens. I saw them before the freeze. They look like that one. With Ryder. Turians? Why don't you and Torvar talk about that later? Right now, I want to thank you for saving my team. Turiana! You weren't lying. Yeah. Kieran told us everything. Gray spiky. I apologize for the different welcome you received from me earlier. Ich sag mal so, sie haben recht. After everything you faced, I wouldn't have blamed you if you shot at me. We're all glad that didn't happen. Ryder, what you have done here, your remnant understanding and your Sam should convince Ephra you're an asset. We should speak to him as soon as we can. Perhaps on the Tempest? Kieran, I've been thinking. If Ryder can use remnants, couldn't we fix the monoliths? Stop Haval's decline? Haval's decline? This will take time to explain. We can discuss it further when you have time. And don't forget to talk to Torvar about those. What did you call them? Turians? Ja. Ich kenne eine Turianerin. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ich kenne eine Turianerin, die durchaus Interesse daran hätte, glaube ich. Was, hat die einen pinken Helm? Ja. Steht ihr? Ach, das ist doch der Wappler. Is that what they're called? We didn't know. We just kept out of sight. They crashed here, I think. Oh mein Gott, vielleicht. Oh. The Turian Ark. Was it a large ship? I saw some debris, but not an entire ship. I'll give you the nav point and you can go see for yourself. We can speak more later. I'll be here. I'll be here. Okay. Denn. Das ist ein Scan. Gibt's ja. Was findet die Turianer? Hol, drück mal Z. Wird halt die Turianer als Task für dich raus. Ja, klingt eigentlich mal gut. Warten hilft mir zwar nicht, aber was soll's? Ich finde die Karten ist ein Horror, ehrlich. Naja, also ich finde, wenn bei den größeren Planeten da geht's, aber halt bei so kleineren Gebieten. Ja, aber, nee. Aber sie ist trotzdem nicht gut. Nee, nicht gut. Das stimmt schon. What do you call it when a Turian gets killed by a horrible spike monster? Family reunion? Ich weiß es nicht. Friendly fire. Na, immerhin. Die war gar nicht so weit daneben. So schlecht. War gar nicht einmal so daneben. Bei Family Reunion ist halt auch ziemlich bösartig in dem Zusammenhang. Viech. Gallorn. Das kennen das Vieh. Und damit und töten. So human. Ja, ey. Die Gurten Brauchtümer müssen ja eingehalten werden, ne? Find's witzig. Platin ist, wenn es in solchen Klumpen auf dem Boden liegt, nur in so kleinen Mengen da, so 4 Einheiten, 5 Einheiten oder so. Uran ist, wenn es in solchen Klumpen liegt, so in 80 Einheiten. Ja. Meaning, your success with Remnant is probability, not skill. Oha! Das ist ja. Jetzt haben wir aber langsam mal wirklich die ganze Fauna durch. Jesus Christ! Ja, lauft, hätte ich gesagt. Ja, die Fauna hier ist. Und sofort die spawnen, alles klar. Wir kommen in Frieden. Kompletter Frieden. Wir können sogar die Kadenz von unserem Frieden zählen. Ah, die Amis im Weltraum.
Dieses geniale GIF. Freedom and Democracy! Ja, du kennst doch sicherlich dieses geniale GIF mit, wo die Amis immer die Fahnen aufstecken. Mond, Mars und so. Er holt dann auf diesem Mini-Kugel, sitzt die Fahne auf und dann neben am Alien, drischt ein Alien an, es steckt die Fahne auf den Boden. Das ist so geil! Die Idee ist einfach so gut. Alter Schwede, ich glaube, ich werde mir da vorher echt ein bisschen durchmäulen, bevor da was. Was liegt da cooles Nickel? Ah ja, dann aber davon ordentlich, ne? Da. Hau jetzt an. Es werden nicht weniger Gegner! Summers? Okay, schaut gut aus. Mir geht die Munition aus. Ja, hier kommt irgendwo noch Munition rumliegen. Stimmt. Und Loot. Und sonst läuft halt direkt. Pistol Light Magazine 2. Sonst geh halt in der Gegend um und lass meine Teamkollegen das machen. Die sind ja nicht so schlecht. Nee, ist ja ein Mass Effect Game, hier können die Squad Member ja was. Also. Und in einem anderen Spiel, warte mal, in Dragon Age kennen sie ja was. Boah, das ist ja nicht gut. Wieso mag es sein, dass das alles beide Spiele von BioWare sind? What are they doing out here? Those are Natana's uniforms, Pathfinder. Natana? Ach, oh, sorry. Du schießt gerade auf Friendly Fire. Ja, wenn die alle da vom Leer steigt, was soll ihn denn? Sind das, warte mal, das sind Turianer. Geht doch. Das war Absicht. Mir scheint, da gibt es einen Memory-Trigger. Voll unauffällig. Ja, völlig unauffällig. Memory-Trigger. Na komm. Nom. Yes. Though my memory array remains locked, additional triggers are required. Incoming. Und es kommt eine zweite Welle Rocker. Was sind denn das eigentlich für Viecher? So wie noch nicht ganz gelesen. Die Rocker sind Angara, die Aliens hassen. Ah. Nazis im Weltraum. Ja, so ungefähr. Wir haben halt schlechte Erfahrungen mit den Cat gemacht und ja gut, dann wollen wir dafür sorgen, dass wir mit den Menschen auch scheiß Erfahrungen machen. Ich schau noch zu kaum anderen. Ich nehm den mit. Ja, das kenne ich. So zum Beispiel der letzte Gegner ist hinter der Deckung. Ich stehe 40 Meter entfernt mit meiner Black Widow. Hallo Turianer! Zeig das Köpfchen! Ja, servus! Zeig das Köpfchen! Shot to the gut. Painful. I appreciate the help back there. Name's Avidus Rix. Sorry if my methods seem extreme. Civilian life is trying. Ryder, human pathfinder. You former military? A Spectre. Special tactics and reconnaissance. Did the council's dirty work for 15 years. Ein Spectre! Sehr sympathisch. So you're used to being above the law. Überlegen, mit syrianischen Spectern hat man immer nur scheiß Erfahrungen gemacht. Ach. Zeig es.
Direkt verreckt? Saren ist ein Arschloch? No idea. Had to break out of my own damn stasis pod. A fall like that should have killed you. Those pods are sturdier than they look. But most of the Turian population is still missing. Including Mason, our Pathfinder. Sam hasn't transferred to me, so he's alive. Just don't know where. He hasn't made it back to the Nexus. Knowing Mason, he's out there looking for me. Mason dedicated his life to Andromeda. He's too stubborn to die now. We need every Pathfinder we can get. The debris and stasis pods from the Tanis are scattered across the sector. Between the two of us, we should find something. Klingt gut, ja? Go left, I go right. Something like that. Here's my frequency. Call when you find something. Oh, das klingt doch gut, ne? Kann man eigentlich irgendwie noch ausloten? Gut, was haben wir denn an Quests sonst noch da zum Tun? Hier gibt's eine Quest direkt bei dir. Jetzt wo du sagst. Ja, es ist doch Stern der Wappler, oder? Nee. Schau oben auf den Kompass. Ja, das war kurz nicht da. Ist deswegen. Der Wappler. Na, die Wappler. Achso, die Wappler. Ja, es gibt einen erstaunlichen Anstieg an weiblicher Population bei allen Rassen außer den Asari. In Andromeda. Sexismus! Die Asari brauchen mehr Frauen, die bestehen nur aus Frauen. Aber genau so. Good. No telling what's still intact. Don't want hostile aliens using it against us. If you find anything from Ark Natanis, tag it for recovery. Oh, and thank you. Ja. Ach du Scheiße. Boah, ich hätte mal gesagt, dann taggen wir uns da mal ein bisschen durch, ne? Ja. Ein Stück nach dem anderen untersuchen. Those floaty remnant bots try to push us off the edge, I'll be mad. Stay alert. We don't know what's down there. We've scanned this area. These structures go deep below the ground. So, drei Schuss später. So viel zum Thema Feinde. Watch out! Mit E-Scan. Creeper? Tarnfeld oder wo? Nö, das sind einfach. Creeper sind einfach irgendwelche Tiere hier vom Planeten. So, dann haben wir irgendwas im Wasser erschossen. Halt im Nahkampf, mein Gott. Alles klar. Dann rennen wir da mal weiter. Ja, hier bei dieser Quest-Site, wo du gerade bist, da gibt es auch irgendwas zu mitnehmen. Das ist für einen Auftrag von den Angara. Nice. So, weil noch der Punkt war, ne? Auf der Minimap. So, da war wieder Baum dazwischen. Nee. Ah. Ui. Ui. Du bist doch mal groß. Nutz doch deine Fähigkeit noch. 1, 2 und 3.
Okay. Nicht immer alle Leute umrennen. Doch. Scheuer. Finde ich auch was Tolles an Andromeda. Hm? Die Klassen, die man am Anfang wählt, geben halt vor, was für Kräfte man am Anfang freigeschaltet hat. Wenn man Biotika genommen hat, hat man Singularität noch zusätzlich freigeschaltet und musste nicht erst freischalten und so. Ja, aber im Großen und Ganzen kann jede Fähigkeit nehmen. Ja, das ist super, und zwischendrin auch wechseln. Hattest du mich heute einmal scannen lassen, du Weichtier? Oh. Ein Schuss noch. Ja, immerhin, den haben wir getroffen. Reus. Here they come! Reißfrock, aber das ist noch was zum Aufklauben? Nö. Kann ich eigentlich zwischen die Forward-Stations hin und her springen? Ja, alles, wo diese zwei orangen Dreiecke dran sind, kannst du hin und her springen. Da kannst du fast traveln. Das heißt, ich kann da jetzt mal entspannt zuklaufen, weil ich vorher das eine auf der Seite vergessen habe. Kannst du aber erstmal hier neben dir etwas hochklettern, denn da ist eine Forward Station, da gibt es Munition. Wo denn? Ah, fuck it. Sturmgewehr noch. Oder du kannst es lassen. Sturmgewehr noch so viel Munition. Ja, und außerdem bin ich eh bei der genau, der wird ja irgendwo vorbeigelaufen sein, oder? Ja. So. Joggen. Joggen bringt's. Es war so eine unglaublich behindert ausschauende Szene bei dem Film bei Alive gestern. Er ist auf der ISS vom Laufband gelaufen. Und damit du quasi die Erschwernis hast, hat sie quasi so ein Art Gurt um die Hüfte gehabt. Ja. Und halt mit zwei Gummibandeln auf dem Boden. Und es hat so unglaublich behindert ausgeschaut. Ich meine, es macht ja absolut Sinn, aber es hat so behindert ausgeschaut. Es macht nicht nur Sinn, es ist sogar so. Ja, aber es schaut so... Genau das, was sie nutzen. Ja, aber es schaut so bekloppt aus. Es schaut so unglaublich bekloppt aus. Und bin ich tot. Juhu. Tot. Und juhu. Was ist denn dieses Runde da vor mir? Das Runde ist der Waypoint, den du gesetzt hast. Ach, das habe ich gemacht, ja? Ja, das hast du einfach gemacht. Zwar nicht absichtlich, aber immerhin. Hast du einfach eben nicht auf... Hast du einfach auf die Map geklickt. Charge! Was? Autsch! Geht doch. Weil ich es kann. Orknet. Tannis Debris. Tagt für Salvage. So weit, so gut. Und jetzt haben wir nur noch da drinnen klumpert. So, Fast Travel mit Leer. Bitte lauter eine Stunde. Dim. Ja, geht doch. Ah. Es geht schlimmer. Ja, das geht es. Is debris. Tagged for salvage. Solarian Magnifier. Oh, immerhin, ne? Das haben wir, okay. Langsam verstehe die Karten, aber es ist trotzdem für die extrem unhilfreich.
Stopp, ein Container. Loot. Hab ich da Loot gehört? Das ist ein totales Loot-Fest geworden, das Spiel. Ja. Orknetanis. Debris. Tagt für Salvage. Weil in meinem Spielstand, ich habe jetzt irgendwie 30.000 Credits und nichts, wofür ich so ausgeben kann, weil. Nutze als Sniper die Black Widow, andere Sniper habe ich mal ausprobiert, aber die habe ich mir dann immer selber zusammengebaut. Doch, die Black Widow habe ich mir selbst zusammengebaut. Nee, die Black Widow 1 habe ich mir zusammengebaut, die Black Widow 5, die ich jetzt nutze, habe ich gefunden. Oh, das ist nice. Ja. Und wenn man Waffen halt zusammenbaut, kann man halt noch die kann man halt noch besondere Waffen upgraden, um die Waffe Hardfire. Ja. Kann man halt, wenn man die Waffe kauft, kann man nur zwei normale Upgrades reinmachen. Keine der sogenannten Implementation, die die Waffe an sich verändern. So. Okay. Für die Waffen aus der Big Way gibt es unter anderem eine Argumentation Retro Cooling Unit. Sei mal das gerade, was die macht. Da ist ein riesen Kühlrippen drauf. Nee. Die sorgt dafür, dass die Waffen nicht mehr Munition haben, sondern halt überhitzen den Messer weg. Ah, nice. Orknetan ist Debris. Tagt für Salvage. Warte. Das habe ich halt auf meine Pistole gemacht. Ich trage jetzt drei Waffen mit mir herum. Sturmgewehr und Sniper als meine Hauptwaffen. Und wenn mir da die Munition ausgeht, den beiden Waffen, dann habe ich doch meine Pistole mit. Endlos. Das ist schön, ja. Das Munition. Naja, also ich war es jetzt schon. Also ich wäre ein Sniper, ein Sturmgewehr und eine Schrott mitnehmen. Denn die Krogana, also die Krogana Gedenkwaffen muss mit sein. War halt cool, wenn es wieder diese Geth Protoschrot gibt. Diese komplett übertrieben starke Waffen von den Geth. Die war so Wahnsinn. Ja, die war so abnormal stark. Irgendwie alle Geth-Waffen in Mass Effect. Übelst stark. Geth Impulse Rifle? Das ist ein LMG mit 180 Schuss. Wenn man ein Magazin-Upgrade draufhaut. Das Ding ist komplett irre. Das. Es macht ja irgendwie Sinn, weil man die Geth sind halt einfach effizient. Ja. Die bauen keinen Spaß. 180 Schuss, es sind 280 Nadelstiche, aber. Dann halt auch irgendwann weh, ja. Ich glaube, ich habe mit dem Geth Impulse Rifle, als ich das mal verwendet habe, bei einem Durchspielen. Schön mit Magazin. Ihr habt mit dem Duster, glaube ich, nur noch mit der Geth-Waffen dann gespielt. Ja. Das war dann nur noch. Die Geth haben auch in Mass Effect 3 die Sniper mit höchstem Damage pro Schuss. Ja, wenigstens die Black Widow cooler. Ja, die Black Widow ist cooler als die. Ich glaube, du bist gerade durch die Decke gefallen. Ja, die wollt's nicht einmal. Die wollt echt die Viecher messern da. Vor allem. So, was soll man? Die Widow an sich ist ja, glaube ich, auch ein Geth-Design. Pathfinder, the computer's data core is damaged beyond repair. Na scheiße, ne? Rochelle, it's Ryder. We're inside your old home, but your research data didn't survive. All your effort and risk for nothing. I'm sorry. The risk was worth it. You just got unlucky. Years of my life gone. You didn't have backups? Of course, but they went down with the city's network memory center. That site is now buried underground. Even if you could find an access point on the surface, the odds of recovering anything are remote. I'll try anyway. All I heard is there's a chance. Let's go for it. That didn't fully translate, but I know optimism when I hear it. I can point you in the general direction of where the network memory center used to be. You'll have to hunt for an exposed network node. I'll stand by. Thank you, Pathfinder. Pathfinder. Mit PFH. Pathfinder. So, wir wollen. Na, halt, stopp. Map. So. Wir sind.
Hier! Und wir wollen dahin. Was? Die Teleport. Halt, stopp. Teleportier mich. Ghetto. Ja. So, schauen wir mal zu den Necrons. Halt noch alle ihre Waffen. Ja. Perfekt. So. Der Fast Travel ist auf die größeren Welten eigentlich besonders witzig. Wichtiger als die auch so klein. Aber irgendwie im Nomad rumfahren macht Spaß. Der hat das super Fahrgefühl. With an active network node. Is it on the network connection is established. I'm logging in. Searching. I found them. Research files downloading and done. You did it. We did it. Go team. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. To access everything lost in the disaster. Shut up, Sam. You've accomplished something amazing, Pathfinder. Ja, das Amazing ist unser 8er Vorname. So. Level 9, das interessiert mir alles immer noch nicht. Oh, da haben wir noch eine Forward Station. Erstmal dahin. Da gibt's dann auch noch so ein Nebenquest, ne? Da gibt's auch. Schauen wir mal. Drin ist. Die wird drin sein, ja. An alien. Mit ihren. You were saying something about the planet being in decline? It doesn't look like it, but Havarl is sick. It started here, uncontrolled mutations in organic life, killing some, turning others into poison. We're starting to see the same elsewhere. The planet's ecosystem is crumbling, slowly but surely. It's the monoliths. There are only two of them when there should be three. There's so much life here. Your vault must be working. In some fashion, most likely. But the monoliths are responsible for propagating the vault's instructions across the planet. With only two out of three monoliths working, the instructions are imbalanced. So life is imbalanced. We've never tried asking the sages. There could be something in the mortal history. Stars, those superstitious hermits don't care about modern Angara. You know that. You saw the projections for the planet's survival. What do we have to lose? Sages? Sages? Oral histories? On Mithratha. That old remnant edifice over there. They trace their families back to a time just after the Scourge. They believe isolation will maintain the purity of the histories by preventing contamination by modern thought. Basic sense. They probably don't even understand or care that Havarl's dying. There must be another way. No other option? Can we trace the location of the third monolith from the two we know about? We've tried that. But the connections between monoliths have deteriorated. The trek up Mithratha's teeming with remnant. Most of us don't attempt it, but maybe you could do it. Follow the remnant river and keep your head. I'd hate to hear something terrible happened in pursuit of some ancient legend. Alles klar. Set. Hier, da unten wollen wir hin. Und ja, dann musst du einfach unten durch. Ist die Frage, sind wir da herbeamen und overlaufen? Kannst du machen, oder du kannst einfach so runterlaufen. Da wenigstens hin. Das ist einmal halbwegs am Weg. Tja. Ich hab unten in dem Canyon dann, als ich auf dem Planeten war, hab ich unten in dem Canyon gekämpft und du rennst gerade in die falsche Richtung. Na? Da? Achso, da komm ich nicht vorbei. Eben, da kommst du nicht vorbei. Ich wollte nur schauen, ob du das aufhältst. Ja, wenn die sind so hoch, da kommst du nicht drüber mit deinem Jump. Ist doch in Ordnung, auf einmal. Ich brauch die Konsole, dann schreiben wir jetzt eine, was? No Clip. Ach, die Zeiten, als die noch gingen, ja, die Cheats. Gute alte Quake Engine. Und all ihre Ableger. Die haben Noclip alle noch verstanden. Das wäre schon irgendwie ein geiler Anreiz einmal. So ein Mass Effect mit Noclip.
Mann, ja nur. Bestimmt ein No-Clip-Cheat. Du könntest ja mal gucken, was passiert, wenn man die Cheats, die hier Kello dir gesagt hat, die Tempest-Cheats, wenn man die eingibt. Oh, erinnere mich dran, wenn wir das dann machen. Wenn wir auf der Tempest sind, erinnere mich dran. Es würde eigentlich sogar Sinn machen, wenn das was machen würde. Ja. Oh, das wäre geil. Nope. Nope. Doch. Oh, Loot. Aber immer noch Nope, ja. Tor? Sesam, öffne dich. Sesam, tu dich öffnen. Sesam öffnen, hab ich gesagt, ey. Ja, Alter, mach die Türe auf. Auf. Wenn der Linkshänder seid, sagt er das natürlich umgekehrt. Fuhr ab. Hol mal deinen Scanner raus. Verdammtes Axt. Wo zum Geier? Looks like this is our only way in. It's not on, Ryder. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Ist das? Na geht doch. Got it. Das ist schon nice gemacht. Ja, dieses Spiel ist auch viel Rätsel. Saufi oder verstehe gerade was nicht? Jetzt musst du klettern mit dem Jump Pad. Oh Gott, sowas nerviges. So, und jetzt / Rape. Let's give this a try. Das ist ziemlich nice. Jetzt was spawnen jetzt hinter mir oder was? Nee. Seriously! Ihr habt es nicht gebacken gekriegt, das auch noch zu animieren. Zu animieren? Freunde, das ist. Wofür bezahlen wir euch eigentlich? Achso, ja, stimmt, damit ihr ein Spiel. Ja, da war ja was. Wozu bezahlt EA euch eigentlich? Und noch ein Grabber. Und das geht runter. Oder? Noch rauf. Es geht hoch. Also, dass die Teamkameraden da nicht mitkommen und dann einfach eine spawnen, das ist. Ja. Jungs, polisht das Spiel, Alter. Dann verschiebt's das Spiel doch bitte den Release. Dann schreibt's doch am Monat davor, okay, na, wir kriegen das Spiel bis dahin nicht fertig poliert. Es tut mir leid und wir müssen den Release um, weiß nicht, 3 Monate verschieben. Reißt echt keiner einen Schädel ab, wenn es dann noch poliert ist. Aber das ist. Eben. Nicht okay. Aber das ist wirklich nicht okay. Also, da sind so viele Sachen drin, die einfach nur Polishing sind. I have heard of the sages of Mithrava. But never gave them much thought. Why not? Isn't a story worthless if it isn't shared? If the accounts of our past are kept hidden, they may as well not exist at all. Tja, jetzt die große Preisfrage, wo soll man da jetzt eigentlich weiter eiern? Ja, okay.
Nee, so einfach ist es nicht. Einfach hochklettern. Einfach außen rumgehen ist einfacher. Wo denn überhaupt? Bin ich zu blind oder? Da unten? Da unten ist eine Möglichkeit. Ich werde dir nicht verraten, ob sie ganz rumgeht. Ich will einer von diesen Schildwapplern. Jetzt langsam, du Wächt hier. Das Ding hat sich gelohnt. Ja. Normal sind die Gegner knifflig. Recht nervig, wenn man sie halt zum ersten Mal trifft. Besonders irgendwelche Bossgegner. Sieht man, Gegner, ich weiß nicht, was er tut. Oh shit, er hat starke Angriffe. Aber wenn man dann ein, zwei Mal gegen ihn gekämpft hat, weil man gestorben ist, dann weiß man, er macht das und das, dann muss ich dorthin, um nicht getroffen zu werden, so ungefähr. Nee. Oh. Na. Das ist ja eine Statue. Schaut das schick aus. Weiter! Von einer Weltraum-Kokosnuss will ich auch nicht da droschen werden, Alter. Das Ding ist riesig. Alter Schwede. Nein, weiter runter geht der Weg. Dann bist du, dein Scanner blinkt auf und sagt dir, irgendwas hier kannst du nutzen. So. Ja, die Konsole zum Beispiel. Konsole. Da bin man. Geht auch. Okay. Aber es ist, wenn man einen Weg nimmt, dem Jump erreicht. Passt. Wenn man was macht? Wenn man einfach Umwege, so wie den du gerade. Geht doch. Hervorragend. Wir sind auf dem richtigen jetzt Weg. Jetzt rechts neben dir gibt es eine Plattform. Oh, da ist er. Konsole wieder. Und ein Konsolchen. Nice. So Sprung und dann noch ein Dash drauf ist schon ganz nice. Ja. Observe my ass. So. Du auch? Ja, vom Gefühl her, mir sollte man aber bald da sein. Dann halt so, ne? Ein Konsülchen. Ja, die Jungs nur hinter mir kämpfen, das ist mir ja wurscht. Steh drüber. Oh, da. Schon nice. Dann hätte ich gesagt, im nächsten Teil betreten wir das Teil wieder. Und ja, dann schauen wir weiter, ne? Macht es gut, Leute. Tschüss.